Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe junge Freunde, lieber Georg mit deinem Staff, den vielen, fast unzähligen, die heute arbeiten für diese Tage, schon seit Tagen schwer arbeiten, um dieses Fest zu ermöglichen. Ich grüße auch alle über Radio Maria und Internet. Und was, wenn etwas überschwappelt vom Dom hinaus ins Zelt und in den angrenzenden Plätzen, hier im Kapitelplatz und Residenzplatz, auch ihr seid alle sehr herzlich gegrüßt im Namen des Heiligen Geistes, dessen Fest wir heute feiern und dessen Ankunft wir von Gott erbitten. Unsere Kirche, unsere Welt braucht diesen Heiligen Geist, nicht den Geist dieser Welt, nicht den eigenen Geist, sondern den Geist Gottes, den Jesus uns versprochen hat. Und wir sollten uns immer wiederum neu öffnen, dieses Versprechen auch anzunehmen. Wir haben in der Lesung gehört, dass sie an diesem Tag die Jünger damals in fremden Sprachen gesprochen haben. Sie wurden dennoch verstanden, so beginne ich auch jetzt mit einer fremden Sprache. Das ist die Philosophie. Ich weiß, es steht einmal in der Heiligen Schrift geschrieben, man soll die Leute nicht durcheinander bringen mit der Philosophie. Dennoch beginne ich mit einem philosophischen Thema und ich hoffe und ich vertraue auf den Heiligen Geist, ihr werdet es verstehen. Wie geht Erkennen vor sich? Wie erkennen wir Menschen? Ich meine nun nicht irgendeinen Menschen als Gattungswesen oder so, sondern den Menschen, den Freund, die Mutter, den Vater. Wie erkennen wir Menschen, die uns ganz nahe sind? Jesus fragt einmal, für wen halten mich die Leute? Ja, liebe Brüder und Schwestern, da kommen alle möglichen Antworten. Die sind allesamt nicht falsch. Der eine sagt, das ist Elia, der andere sagt Jeremia, wieder andere meinen irgendein Prophet oder Johannes der Täufer, der vielleicht wiedergekommen ist, aber sie sind alle weit davon entfernt, wer Jesus wirklich ist. Und er fragt aber dann, und diese Frage geht uns heute schon sehr an, du aber, ihr aber, was denkt ihr, wer ich bin? Und da ist es dieser Petrus, wahrhaft kein vollkommener Mensch damals, der so oft in die Bresche springt mit der Antwort: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm: Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Am heutigen Tag können wir sehen, der Geist Gottes hat es dir ermöglicht, dieses wunderbare Bekenntniswort zu sprechen. Ja, was sind die spezifischen Merkmale des Erkennens, vor allem wenn es um den auferstandenen Herrn geht? Woran erkennen die Jünger und die Frauen ihren Meister, mit dem sie durch die Lande gezogen sind, zu dem sie so gerne aufgeschaut haben, den sie zuweilen auch nicht verstanden haben, aber sie sind nicht losgekommen von ihm? Petrus wiederum bringt es einmal auf den Punkt, wenn er sagt: Herr, wohin sollen wir gehen? Ja, liebe Christen und Christinnen heute, wohin sollen wir gehen? Gibt es zu ihm eine Alternative? Gibt es eine Alternative zum Guten oder zur Wahrheit? Ist die Lüge eine wirkliche Alternative? Ja, Herr, wohin sollen wir gehen? Also woran haben die Jünger, die ihn so gut kannten, die so nah an ihm dran waren, ihn erkannt, als er ihnen als Auferstandener erschienen ist? Ja, das ist einmal die Stimme. Und der Stimme erkennen wir Menschen, wer sie sind. Ich habe als kleiner Bub schon immer über die Frage nachgedacht, wenn jemand spät abends noch an die Tür geklopft hat. Und dann hat man gefragt, und man wollte nicht mehr so ohne weiteres öffnen: Wer ist draußen? Dann hat man als Antwort manchmal bekommen: Ich bin es.
Ja, welchen Erkenntniswert hat dieses Ich bin es? Kein Name, keine Funktion, man weiß es nicht. Aber die Stimme, an der Stimme erkennt man, wer das ist. Das ist eine schöne Antwort. Ich bin es und du weißt, wer ich bin. Jesus sagt einmal im Evangelium, sie werden meine Stimme hören und sie werden mir folgen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, es gibt auch andere Erkenntnismerkmale, woran sie ihn erkannt haben. Die Emmaus-Jünger, er ging mit ihnen des Weges, er erklärte ihnen die Schrift, dass das alles doch irgendwie so geschehen musste. Aber sie erkannten ihn nicht. Wann haben sie ihn erkannt? Wann haben sie den Auferstandenen als den Auferstandenen erkannt, als er das Brot brach? Dieser unaufdringliche, demütige, schlichte Gestus, der im Zentrum jeder Eucharistiefeier steht, an diesem Gestus des Brechen des Brotes, da erkennen sie ihn, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen, da sehen sie ihn und sie sehen ihn dann schon nicht mehr. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Gestus verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit, die besten Kräfte unseres Herzens, dass wir auch wir an diesem Brechen des Brotes Jesus erkennen. Und es steht für etwas anderes, dieses Brechen des Brotes. Es steht für das Zerbrechen Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und heute im Evangelium haben wir gehört, als Jesus den Jüngern erschienen ist, da zeigte er ihnen seine Hände, seine Seite, die Wunden seines Leidens und Sterbens. Und da heißt es, da freuten sie sich, dass sie den Herrn sahen. Die Wunden seines Leidens, sein Zerbrechen in dieser Welt, lassen den Auferstandenen sichtbar werden. Diese Wunden sind Prägemerkmalen, die von der Welt stammen und die der Herr mit in seinen Auferstehungsleib hinein mitgenommen hat. Sie sind Wunden, die zum Leuchten begonnen haben und Heilszeichen sind. Es gibt diese schöne Geschichte vom heiligen Martin, dass ihm einmal Jesus, der Auferstandene, erschienen ist. Aber er war ein Heiliger. Er spürte, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas falsch an der Geschichte. Und da sagte er, zeig mir deine Wunden. Und der Spuk verschwand, denn er hatte keinen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt heute ein großes Nachdenken in unseren Kirchen. Wir wollen uns immer neu orientieren. Wir stellen uns Fragen und wir haben immer mehr Antworten als Fragen. Wir müssten diese Frage öfters stellen. Wir müssten fragen, zeig mir deine Wunden, du Christ, du Christin. Zeig mir dein Zerbrechen und dein Auferstehen Jesu Christi in dir. Wir wollen nicht die Wunden sehen, die anklagen, die schuldig sprechen. Mit denen sollen wir zum Arzt gehen, auch zum Arzt, der Jesus heißt. Verzeihen ist da oft ein gutes Heilmittel, sodass Wunden, die uns geschlagen, zum Leuchten beginnen. Sondern wir wollen jene Wunden sehen, die Welt hat ein Recht darauf, die auch bei uns leuchtend geworden sind, wie einst Wunden, wie sie der Jakob, der eine Nacht hindurch mit dem Engel, mit Gott gerungen hat und der von Gott nicht besiegt wurde. Aber aus dieser Begegnung geht er hervor als ein Gezeichneter. Wunden. Er wird für den Rest des Lebens ein Hinkender sein. Hier kann man auch den heiligen Franziskus hinzufügen, der kurz vor seinem Sterben 2 Jahre davor am Ende seines Lebens war und da auf den Berg von Laverna geht, weil Gott zu ihm auch nicht mehr gesprochen hat, wie er ehedem das so tief erfahren konnte. Überall hat er diese Nähe
und diese Liebe Gottes gespürt. Aber der Orden ist angewachsen, ist ein riesiges System geworden und das ist immer ein bisschen ein Problem. Ja? Auch in der Kirche ist das heute so. Und da geht er auf diesen Berg hinauf und will so lange beten vor Gott, in ihn eindringen, ringen mit Gott, kämpfen mit Gott, sodass dieser Gott widerspricht zu ihm. Der wurde nicht enttäuscht. Gott hat zu ihm gesprochen. Aber dieses Sprechen hat ihn als einen Gezeichneten, als einen Verwunderten des Sprechens Gottes zurückgelassen. Aber das Wunderbare an dieser ganzen Geschichte: hernach finden wir einen heiligen Franziskus, der zutiefst versöhnt ist, der nicht mehr kämpft, der nicht mehr anklagt, der nicht mehr das Haus, das aufgebaut wird, selbst wieder abgerissen hat, sondern ein zutiefst versöhnter mit Gott, mit dem Menschen und mit der Welt von damals. Und er konnte am Ende seines Lebens, dieser demütige Diener Gottes, so selbstbewusst sterben. Solche Worte sind wir aus seinem Munde gar nicht gewohnt, wenn er sagt: Ich habe das meine getan, das eure möge Gott euch lehren. Liebe Brüder und Schwestern, liebe junge Freunde, vielleicht ist das ein wenig Torheit, dass ich euch das sage, euch jungen Leuten, die vielleicht noch nicht und ich hoffe Gezeichnete sind, aber es ist Pfingsten. Es ist die Zeit des Heiligen Geistes. Von ihm angetrieben musste ich das heute sagen. Der Heilige Geist ist die Kraft, die antreibt, die uns behütet, die uns voranbringt, die uns auch nicht schweigen lässt von dem, was wir sehen und hören dürfen. So wie es einmal Petrus so toll sagt, als man ihnen verbietet zu reden. Heute verbietet keiner, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer geworden, in der Welt draußen von Gott zu sprechen. Ja? Da sagt er, ob das recht ist oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Ich kann unmöglich schweigen von dem, was ich gesehen und gehört habe. Liebe junge Freunde, lassen wir uns betreffen. Lassen wir uns von diesem Heiligen Geist führen. Gehen wir diesen Weg nicht aus eigenem heraus. Der heilige Apostel Paulus hat das einmal tief erfahren, wenn er einmal spricht von einem Stachel, der ihn wie ein Bote Satans traktiert. Und wenn es heißt, dreimal betete er zum Herrn und der Herr sagte zu ihm: Paulus, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist sich als Kraft in der Schwachheit. Diese Schwachheit, die uns auszeichnet in dieser Welt, dass wir wie Hinkende durch diese Welt gehen, das, liebe Brüder und Schwestern, das sind unsere Wunden, die leuchten, die Zeugnis geben, weil sie schon überwunden sind durch unseren Herrn Jesus Christus, durch Tod und Auferstehung, durch Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes, hier und heute. Amen.